Ja, gut, dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt haben wir eine Spur, der wir nachgehen können. Entschuldigung. Ach Leute, das wollt ihr nicht. Ach, wisst ihr was? Ciao. Keine Lust. Nein, nein! Damit habe ich nichts zu tun. Templerkenntnisstand -50%. Wie kommen wir denn zu der Ehre? Ich habe doch niemanden getötet. Vater, bist du das? Oh, 8000 sind in unserem Tresor. Wie geil. Haben wir unmittelbar, bevor wir das Geld alle 20 Minuten kriegen, doch mal unser Geld alle 20 Minuten hochgeballert und haben jetzt gleich mehr gekriegt. Voll cool. Buongiorno, merhaba. Aloha. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Noch nicht. Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Genau, ist der alte Handelsposten der Polo-Brüder. Einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. So, mal sehen. Vielleicht haben die Polo-Brüder hier ja tatsächlich Hinweise hinterlassen. Was haben wir da? Nein. Nein. Ha, da ist was. Ihr erinnert euch an die Assassinengräber aus Assassin's Creed 2? Das ist sozusagen das Pendant dazu. Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Geisterspruch ever von Ezio. Che presuntuoso. Appresto, Sophia. Ich komme bald zurück. Das war wahrscheinlich nicht mal gelogen. Von daher ist es auch keine Angeberei. Genau, das ist jetzt auch das Pendant zu Altairs Rüstung. Obwohl, nee, gar nicht mal. Hier finden wir was anderes. Hier finden wir keine Rüstungsteile. Man kriegt auch so eine elitäre Rüstung in diesem Spiel, aber die kriegt man anders. Genau. Aber das ist auch so solche Instanzen, solche Dungeons sozusagen, an deren Ende wir was finden. Nur ist es hier kein Schlüssel für eine Rüstung, sondern was anderes. Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Ich mag diese Kletter-Dungeons, diese Kletter-Parcours. So, volle Synchronisation, nicht entdeckt werden. Ich werde es versuchen, aber ich kann es natürlich wie immer nicht versprechen. So. Ha, hier können wir es plündern. Cool. Wir finden die Schlüssel in Eis. Bombenmaterialien. Sehr schön. Nanu. Gib acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. So, wir können ja mal. Ich überlege gerade, wir machen das mal so, wir haben. Genau, so. Das ist jetzt nämlich Schnellzugriff in der Mitte, was ihr da gerade seht. Rechts,
Dingsbums, Medizin, oben versteckte Klingen. Unten Faust, rechts Armbrust. Faust brauche ich mal, wenn man Gegner entwaffnen muss, dann, dass man da schnell drauf zugreifen kann, die Klinge, Klassiker. Jawohl, eigentlich bräuchten wir auch das Schwert, ne? Moment, dann machen wir das anders. So. Genau, mal gucken, wie man damit spielen kann. Jetzt zeige ich euch auch mal die Armbrust in Aktion. Wenn ihr jetzt wieder treffen würde. Schießt er gerade absichtlich daneben? Ah, okay. Man musste da auch aufladen, den Schuss. Das wusste ich nicht mehr. Gut, ein bisschen Munitionsverschwendung, aber hey, jetzt haben wir's. Huch. So können... Verdammt! Ich wollte gerade sagen, so... Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Ich wollte gerade sagen, so können wir das Missionsziel erreichen, nicht entdeckt werden. Und im Moment werden wir entdeckt. Ja, toll. Good job, Ezio. Aber wo kam denn die Wache daher? Die muss da oben irgendwo gestanden haben, ne? Der kommt mir bekannt. Ha, Gott, ich wollte eigentlich einen Doppelattentat machen, aber hey, immerhin einer. Na kommt her, meine Freunde. Knack. Und wir haben den Schlüssel erhalten. Zwar nicht ohne entdeckt zu werden, aber hey. Und der letzte. Können wir hier ein bisschen was plündern für uns? Munition, Medizin, irgendwie was? Wir haben gleich eine ganze Bombe genommen, gefunden, geil. Das nenne ich mal nützlich. Ah, hier ist wieder eine Kiste, das sind wahrscheinlich alles nur so Bombenmaterialienkisten, aber egal, wir plündern sie trotzdem mal. Noch haben wir ja kein volles Arsenal an Bombenmaterialien. Und hatte die Aufschlaghülsen voll. Ich bin es leid hier unten. Aber 8 Stunden in diesem Boden. Ab ist der doch. Meine Güte, alles voller Kisten hier. Was horten die hier denn alles? Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Okay, der da oben hat den Schlüssel für den nächsten Bereich. Moment mal, dieser Umhang. Wo trägt man solche Mäntel? In Isfahan? Noch ein Fremder. So, einmal ganz dezent hier hochgeschlichen, ohne entdeckt zu werden. Guck mal auf die Minimap, wie viele Wachen hier sind. Meine Güte. Und grandios verkackt, Ezio, sehr gut. Ein Söldner vielleicht, aber seltsam gekleidet. Hey, der kommt mir bekannt. Schade, ich hätte gehofft, ich kann ihn von da oben mit der, von hier unten mit der Armbrust umschießen, aber war aber nix. Wie geil war der denn? Habt ihr das gesehen, was er mit seinem Schwert gemacht hat? Wenn nicht, spult mal ein paar Sekunden zurück und guckt euch mal den Kill von der Wache ganz links da auf dem Boden an. Den könnt euch nicht halt so. Genau, weil damit geht das. Kann ich den da oben echt nicht? Mit der Armbrust? Och man.
Okay, hier, wir müssen hier doch nochmal wieder hoch. Okay, das ging jetzt nicht so schwer wie befürchtet. Okay, das ist definitiv nicht der Weg. Ah, sicherlich irgendwie da oben. Kriegen wir den von hier vielleicht mit der Armbrust zu fassen? Runter! Hey, lass ihn nicht entkommen! So, geht auch. Haben wir auf die Entfernung mal kurz eine Schüssel geholt. Nicht unbedingt realistisch, funktioniert aber. Durchsucht jeden Schatten. Okay, ich glaube, wir müssen eine Etage höher. Wie soll man denn das machen, ohne entdeckt zu werden? Das ist ja richtig krass. Ne, wenn ich mir Mühe gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Hier unten ist noch jemand außer uns. Gar nicht wahr! Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. So, wer ist der Hauptmann? Er. Okay, jetzt kommst du nicht um diese Säule rum, das ist aber ganz schön traurig. Das ist echt traurig, Ezio. In späteren Assassin's Creed spielen kann man das. Das habe ich jetzt indirekt vorausgesetzt, sonst hätte ich mich anders weitergeschwungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier falsch. Keine Ahnung, mal gucken, ob es klappt. Genau, den wollte ich machen. Nicht elegant, aber funktioniert. Kuckuck. Oh, sind das viele. Na gut. Lass uns das munterfröhliche Metzeln beginnen. Was habe ich von meinem Anteil, wenn ich tot bin? Nichts. Na, Buddy. Und du auch noch, und dann haben wir alle. Jetzt gucken, ob wir noch ein bisschen Medizin hier vielleicht schnorren können. Spart halt Geld, dann müssen wir uns das nicht selber kaufen. Das ist meistens schön, da ich immer ganz gerne mal so ein paar Leichen nach so einem Kampf. Können wir mal gucken. Medizin 8, okay, da geht noch was. Aber wir wollen eher Medizin dabei haben. Das ist schon ein bisschen traurig. So, jetzt müssen wir noch die geheime Geheimtür finden. So, auf jeden Fall haben wir hier erstmal eine Kiste. Ich habe natürlich nicht gesehen, was es hier gab, aber egal. Die ist es auch nicht. Da oben ist sie.
Sesam, öffne dich. Den Massiv-Schlüssel beschaffen. Einer von fünf Massiv-Schlüsseln gehört uns. Und diese Schlüssel haben etwas Besonderes noch an sich. Das werdet ihr jetzt sehen. Obwohl, ich weiß nicht unbedingt, ob jetzt, aber auf jeden Fall bald. Nee, ich glaube nicht jetzt. Ja, ich dachte kurzzeitig, die Sequenz wäre zu Ende, aber doch nicht. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Und da steht, wo sie sind. Versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Yusuf. Salut. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Oh, danke, wie das Schnellreisesystem funktioniert, weiß ich schon.